It was by End of Dragons. Wir machen weiter. Hier noch bei alte Freunde. Noch den, das, ja, das Ende der ersten Instanz. Cass, Jory, ich bin froh, dass ihr hier seid. Habt ihr irgendwas über Aurene gehört? Ist sie... Ihr geht es gut. Erholt sich. Keine Sorge. Kaith ist bei ihr. Ihr werdet sie bald sehen. Es ist in Ordnung, wenn ihr euch einen Moment lang sammelt. Nachdem wir gehört hatten, was passiert ist, waren wir... Wie dem auch sei. Hat ein Weilchen gedauert, hat aber alles funktioniert. Irgendwie. Mir fehlen immer noch ein paar Informationen. Wie habt ihr uns gefunden? Gefunden? Irgendwie habt ihr... Heißdampfenden zirkusreifen Schlamassel ausgelöst? Einen internationalen Zwischenfall. Jenna hat mich geschickt, um die Wogen zu glätten. Und irgendwie konnte ich nicht zulassen, dass Jory die Chance ihres Lebens verpasst. Ach so. Ich hatte diesen Ort ja nie zu sehen erwartet. Aber klar, wenn ihr das sagt... Ihr wisst, dass es so ist. Kommandeur, wir haben später Zeit, um euch ins Bild zu setzen. Dieser Mann möchte euch sprechen. Minister der Sicherheit. Ihr seid also der Kommandeur, von dem ich so viel gehört habe. Sieht ganz so aus. Lee, Minister für Sicherheit. Laut des vor 20 Minuten unterzeichneten Abkommens seid ihr begnadigt worden. Ich nehme an, dafür muss ich mich bei euch bedanken. Ihr habt Glück, so einflussreiche Freunde zu besitzen. Was ich verstehe, ist, dass ihr eine Art Beschützer des Reiches seid und tut, was nötig ist, um die Sicherheit eures Volkes zu gewährleisten. Ich versuche, für die Sicherheit aller zu sorgen. Verstehe. Nun, meine Pflicht ist es, für die Sicherheit des Volkes von Kanta zu sorgen. Ich mache meine Arbeit sehr gut, Kommandeur. Verstehe, Minister. Ich muss wieder meinen Pflichten nachkommen. Willkommen im hoheitlichen Kaiserreich von Kanta. Nun, Kommandeur, ihr seid mich bald los. Doch es gibt noch eine Sache, die wir tun müssen, ehe ich eure Freilassung unterzeichnen kann. Trefft mich an den Trainingsanlagen des Klosters, sobald es euch möglich ist. Rama? Auf ein Wort. Minister? Gibt es Neuigkeiten zu unserer Ätherklingen-Situation? Leider nicht. Ich war beschäftigt mit unserem Ehrengast. Aber sobald das hier abgewickelt ist, widme ich mich wieder dem Fall. Gut. Vielleicht machen wir dann endlich ein paar Fortschritte. Detektiv? Das wäre ganz gut, weil ich meine, wenn die jetzt gegen die Ätherklingen ermitteln, dann ist es genau das, was ja gut ist, weil die haben uns ja, haben Gorik entführt, die waren auch gegen uns. Wir wollten irgendwas haben. Deswegen, ne? So. Wichtig, jetzt hier, wir haben das erstes freigeschaltet, also wir haben das jetzt, Das heißt, wir haben jetzt die Beherrschungspfade, die werden jetzt wahrscheinlich freischalten. Vor allen Dingen aber auch haben wir jetzt das Angeln freigeschaltet. Das haben wir jetzt auch. So, das heißt, wie wir es kennen, wir haben wieder eine Menge an freischaltbaren Sachen. Nette Sache. Neue Beherrschungspunkte. Neuen Beherrschungspunkt verdienen. Okay, da haben wir erstmal schon mal. Ja, wusch, diese Animation. Ich finde das so schade, dass sie das nur einmal machen. Ne, das haben sie ja bei der Eisbrutsaga ja auch gehabt. Ich glaube, bei der Eisbrutsaga haben sie es, glaube ich, gehabt. Oder bei Pass of Fire auch. Dass sie einmal diese Animation, dieses schöne, dieses Wusch, drin haben und dann kommt das nie wieder. Vielleicht haben sie das ja jetzt ein bisschen, ne? So. Hier, Angeln, da können wir ein bisschen... Ja, ich habe mir schon sowas gedacht, dass wir wieder so richtig hart viel... Also eigentlich hat Arena Net ja gesagt, mit dem Beherrschungspunkt, wir wollen ja jetzt nicht so hart viel immer den Leuten da zumuten, so viel ausgeben zu müssen. Ja, ich verstehe Arena Net, was ihr damit meint. Also wir haben Angeln, wir können hier Angeln machen. Also wir haben jetzt wieder richtig hart durchleveln und so weiter und so fort. Also es ist wieder geil. Es gibt wieder einen Grund, sich in Guild Wars 2 zumindest erstmal für eine Zeit einzuloggen. Also, wir haben Angeln. Wenn man jetzt Bock auf Angeln hat, so, ne? Und dann. Okay, und alles andere haben wir noch nicht. Okay, scheinbar haben wir. Also, Schildkrötenreittier haben wir noch nicht. Wir müssen. Die Schildkrötenreittier-Sammlung müssen wir. Okay.
Also, wie man hier sieht, Schildkrötenreittier-Sammlung. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das dann mit auch in der Aufnahme machen. Ich glaube aber schon. Ne? Je nachdem, wie die funktioniert. Machen wir die vielleicht auch in der Aufnahme dann mal mit. Das war eine Premiere. Wir haben ja eigentlich, glaube ich, in der Aufnahme noch nie irgendwie so ein Special Mount freigeschaltet. Außer jetzt die Dina-Story sowieso mitkommen. Aber das ist halt wahrscheinlich ähnlich wie die Sky Scale. Man muss da wahrscheinlich ein bisschen was machen, ne? Skiffer haben wir scheinbar noch nicht. Den Jadebot haben wir auch noch nicht. Ah, wir müssen ein spezielles Kapitel abschließen. Nicht dieses hier, sondern ein anderes. Okay, Jadebots also haben wir trotzdem noch nicht zum Leveln. Aber angeln. Vielleicht können wir ja schon mal angeln irgendwo ausprobieren. Also Skiffer können wir ja zumindest noch nicht machen, aber zumindest vielleicht das Angeln. Ich level erstmal das Angeln. Was bleibt uns anderes übrig? So, wir haben übrigens neue Beherrschung erhalten. Das Angeln. Ihr könnt jetzt in vielen Gewässern von Tyria angeln. Also auch in den alten, ne? Also das müsst ihr natürlich auch beachten. Man kann auch in den alten Gebieten angeln. Ihr habt eine Angelroute ausgerüstet. Ihr könnt eure Angelroute umschalten, indem ihr aus dem Beherrschungsfähigkeiten-Menü Angeln auswählt. Zum Angeln müsst ihr einen... Achso, wahrscheinlich hier unten, ne? Oh lol, es gibt ein neues Menü. Zum Angeln müsst ihr einen Natur- oder Kunstköder ausgerüstet haben. Ihr habt Beherrschungspfad Angeln freigeschaltet. Seht euch die Beherrschungsübersicht an, um mehr zu erfahren. Hier, das haben wir ja gerade gesehen. Mit dem Angeln an Beginn. Oh, es gibt ein neues. Da ist wahrscheinlich auch Skiffe drin, ne? Hier ist wahrscheinlich auch Skiffe drin. Was? Maus 1, Beherrschungsfähigkeit anwenden. Maus 2, aktive Beherrschungsfähigkeit festlegen. Achso, ich gehe dann hier rauf und sage dann Klick und dann habe ich Angeln. Ich sag mal ganz ehrlich, okay, das kann man noch alles mit Mausklick irgendwie machen, aber ich würde einen Entwickler vom Radialmenü. Könnte der Entwickler nicht vielleicht, ich meine, man kann ja hier so, ne, das Radialmenü hier so konfigurieren. Das wäre geil. Ich meine, es gibt Mount-Menü und da drin ist das Skiff und der Turtle. Ne, das kommt da alles noch mit rein in diesem Mount-Menü. Was das Skiff jetzt im Mount-Menü zu tun hat, weiß ich nicht. Das Ding ist aber, es gibt die Novelties als einzelnes Menü. Ich würde mich eher freuen, wenn es dann so dieses Beherrschungs-Radialmenü noch irgendwie zusätzlich geben würde, wo dann die ganzen Sachen drin wären. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Vielleicht wird das ja gemacht. Ansonsten, man kann mit dem Radialmenü ja auch eigene Radialmenüs erstellen. Da müsste ich mich vielleicht mal ein bisschen reinlesen, wie das funktioniert, und dann könnte ich vielleicht ein extra Menü nur hierfür erstellen. Wäre eine Möglichkeit. Könnte ich mir gut überlegen. Erstmal. Hier haben wir übrigens dann nochmal Vorrat an Purpurschädelmünzen. Okay, das ist scheinbar die Währung. Oh, und bringt uns Erfahrung. Woo, krass. Und Beherrschungspunkt verdient. Ihr habt einen Beherrschungspunkt verdient. Wahrscheinlich kommt jetzt diese Animation nicht nochmal, ne? Natürlich nicht. So schade einfach. So, wie viele Beherrschungspunkte haben wir denn jetzt? 2. Ja, ist ein bisschen mau. Leider. Hören wir uns nochmal an, was die hier zu sagen haben. Nun, ihr habt es geschafft. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Wie läuft's im neuen Job, Cass? Es ist nicht langweilig. Gibt noch viel zu lernen, aber ich fange an, ein Gefühl für dieses Diplomatie-Ding zu entwickeln. Ich habe schon einige Beamte getroffen, die diskussionsbereit waren. Natürlich sind immer solche dabei, die zögern, ob Kanta sich öffnen sollte oder nicht. Lasst euch ein paar Träumer, die noch in der Vergangenheit leben, doch keinen Schlaf kosten. Vermittlung bedeutet schon, dass man mit allen umgehen muss. Störrisch sind viele. Auch ihr selbst seid darin ganz gut. Was macht denn Flant hier? Schicksalsschmieden, also Glim. Ja, okay, aber was macht Flant hier?
Ecke. Habt ihr etwas über unsere neuen Gastgeber herausfinden können? Mein Wissen über kantanische Geschichte ist etwas eingerostet, aber alles ist anders, als ich erwartet hätte. Naja, es gab einen Tsunami, als Zaitan sich erhob. Dabei wurde ein großer Teil von Kaineng zerstört und unbewohnbar. Vielleicht schlimmer als in Löwenstein. Anscheinend verseucht von Auferstandenen. Zaitan. Ja, klar. Was zu einer Rebellion gegen das Ministerium der Reinheit führte. Sogar einer ziemlich blutigen. Einen gewaltigen Bürgerkrieg, wer weiß wie lange. Klingt, als wäre die Sache recht schlimm gewesen, bis sich ein paar Verweigerer von den Tengu anschlossen. Vielleicht das Blatt wendeten. Versuche noch immer, das alles zu ordnen. Und ja, nicht ganz das, was wir erwartet hatten. Aber worin läge denn dann der Spaß? Ja, die Tengu, das ist übrigens die Heimat der Tengu, die hier aber irgendwie verstoßen wurden. Also das ist alles lore-technisch, müsst ihr euch da mal ein bisschen noch reinlesen, bevor ich dann noch komplett die falsche Sachen da erzähle. Aber, ja. Auch die Schildkröten, ne? Die gab es ja auch in Guild Wars 1, gab es ja auch da, ne? Da kann ich mich noch gut daran erinnern, an diese eine Mission, wo man diese Schildkröte eskortieren musste und man konnte diese Mission exploiten. Wenn man nach hinten gelaufen ist, dann ist die nämlich nicht getriggert und dann konnte man die ganzen Gegner erstmal besiegen. Ne? Diese komische, verbuggte Mission. Ja, ist sehr cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch irgendwie bald dann hier passiert, dass man dann hier Sachen so schön exploiten kann. Wer ist denn noch hier? Naja, etliche Mitglieder der Drachenwacht. Kaith, Taimi und einige tyrianische Gesandte. Sianna, Glimm Schicksalsschmiedin, Mirun Skialkin und einige andere mehr. Snagel Goldklaue. Der Typ, der diese Romanzenliteratur schreibt? Dennoch befinden wir uns in beeindruckender Gesellschaft. Es ist ein wenig verunsichernd. Euch fehlt es nicht an Verdiensten, meine Liebe. Ihr Götter, allein die letzten paar Monate. Ich will bloß meine Arbeit gut machen, mir einen guten Namen machen. Ich würde sagen, das habt ihr. Ich bin beeindruckt und ein wenig verunsichert. Flant vergessen, aber ich glaube, Flant erwähnt man nicht, weil warum sollte man? Vielen Dank. Ich will erstmal nicht verlassen. Wie geht es euch, Kommandeur? Das war wirklich eine verrückte Woche. Alles in Ordnung? Eure Reaktion auf Kashmirs Kommentar hier zu sein? Ne? Ja. Nein. Keine Ahnung. Stimmt was nicht? Es ist nur, ich weiß gar nichts über Kanta. Ein paar Erbstücke von meiner Großmutter. Ein Rezept oder zwei. Wie ich schon sagte, bis vor einer Woche oder so hatte ich nie einen Grund, mir irgend sowas vorzustellen. Es war einfach keine Option. Belinda war diejenige, die stets auf ihr kantanisches Erbe verwies. Sie hätte hier sein sollen. Ihr hätte es hier großartig gefallen. Ich? Mich interessiert das nicht. Jory, mir war... Ich wusste gar nicht. Warum solltet ihr? Und die Sache ist die. Ich weiß nicht mal, weshalb. Ist das nicht komisch? Ich verstehe immer noch nicht, wie ihr hier gelandet seid. Höchst unwahrscheinliche Verkettung von Ereignissen. Aus dem Nichts eine Botschaft von Kaiserin Yin. Das erste offizielle Kommuniqué Kantas in mehr als einem Jahrhundert. Das Kreiter einlädt, die diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Oh, und übrigens, wissen wir irgendwas über fremde Luftschiffe, die an ihrem Himmel aufgetaucht und an ihrem Strand abgestürzt sind? Stellt euch Jennas Gesicht vor. Stellt euch jedermanns Gesicht vor. Als sie zu der Stelle über einen Menschen, eine Asura und einen Drachen kam, zählten wir mit Taimi und Kaith 2 und 2 zusammen. Kurz darauf hat Botschafterin Maid ein neues Portfolio und ein Luftschiff, das sie und ihre Delegation nach Kanta bringt. Wussten nicht, was uns erwartete angesichts der Flotte der Auferstandenen. Niemand hat sich in über einem Jahrhundert so weit auf das Meer hinausgewagt. Zum Glück scheinen sie seit Zaitans Tod etwas desorganisiert zu sein. Es gelang uns, uns auf einem Luftschiff vorbeizuschleichen. Durchaus praktisch, eine Mesmerin an Bord zu haben. Okay. Ja, passt auf euch auf. Oh, Gorik. Du willst auch noch reden. Wir sind frei, Kommandeur. Wie geht es jetzt weiter? Mann, Anka. Hier ist vielleicht eine...
Ich kann nicht glauben, dass das dieselbe Anker ist, mit der ich meine Hypothesen formuliert habe. Entführung? Mord? Draufgängertum? Taimi hatte recht. Ich hätte ihre Motive hinterfragen sollen. Aber nach so langer Zeit von ihr zu hören, da hatte mein rationales Hirn einfach einen Kurzschluss. So wie das Hirn einer Ameise, wenn es mit einer Pilzspore infiziert ist. So kann man es auch sehen. Bestimmte Leute können einem die Urteilskraft nehmen. Wie wahr. Manchmal übernehmen die Gefühle. Ist uns allen schon passiert. Und was will sie überhaupt mit Oren? Ich muss mit Taimi sprechen. Oh, sie wird mich anbrüllen, nicht wahr? Ja, vielleicht. Vielleicht wird sie das, Korrig. Hätte nie gedacht, dass ich Kansa mal zu sehen bekomme. Also ich sehe sie ja jetzt schon zum... Ich weiß nicht, wie oft ich Kansa schon gesehen habe. Also schon zum Öfteren, ne? Also jetzt neu ist natürlich... Wow, geil! Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mir gefällt natürlich, dass es jetzt ein bisschen farbenfroher ist, weil klar, so dieses eher gräuliche in Guild Wars 1, wo natürlich die Engine noch ein bisschen... Ja, und die Grafik und so noch ein bisschen älter war, das natürlich, ne? So, jetzt so ein bisschen farbenfroher ist natürlich schön. Wobei natürlich man auch übertreiben kann bei dem radioaktiven Wackelpudding Jademeer, ne? Einverstanden. Eine Forschungsangelegenheit wie diese bietet sich einem nur einmal im Leben. Ich finde ihre Technologie faszinierend. Wie dieser Apparat, mit dem ihr in der Zelle verbunden wart. Ich habe die Wachen dauernd danach gefragt, aber sie drohten, ihn an meinen Mund anzuschließen, wenn ich nicht aufhöre zu reden. Er erinnert mich an eine Golem-Modifikation, die Taimi und ich konzeptionierten, kurz bevor ich ging. Ich hoffe, dieses Debakel hat ihr nicht zu viel Ungemach bereitet. Wir sehen uns, Rorik. Übrigens nochmal für alle Interessierte, es gibt, das hat ArenaNet ganz gut gemacht. Also erstmal muss ich sagen, ArenaNet war ziemlich clever und hat die Farbe von den Beherrschungspunkten ähnlich gemacht wie von denen von der Eisbootsaga. Das heißt, man kann die einfach so farblich nicht wirklich unterscheiden. Aber was ArenaNet ganz gut gemacht hat, ist, dass sie die Einsichten, also die Beherrschungspunkte, die man auf der Map einfach so finden kann, dass sie die in einen extra Tab in den Achievements gepackt haben. Also ich gehe mal davon aus, dass die Einsichten immer noch die Points sind, die man dann da einfach auf der Map findet. Und davon gibt es nicht mal so wenig, ne? Das sind, glaube ich, mindestens 40, also über 40, glaube ich, sind das, wenn ich mich nicht irgendwie verzählt habe. Das ist schon echt nicht wenig. Da kann man durchaus schon ein paar Punkte sammeln. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Sachen hier, man so über Achievements sammelt. Aber das ist schon echt gut. Gut sortiert. Mal sehen, wie uns das jetzt alles hier, also wie wir uns hier zurechtfinden. Denn wir gehen jetzt das erste Mal raus. Wir sind in Provinz Saitung. Kate, Taimi, Sie haben den Kommandeur freigelassen. Gorik auch. Gut. Ich freue mich schon darauf, Gorik zu erzählen, was er für ein Shoya-Hirn war, Anker zu vertrauen. Um fair zu sein, wir alle haben dem Plan zugestimmt. Wenn ihr mit bereit erklärt meint, dass er mitgespielt, aber euch die ganze Zeit erklärt hat, das sei eine ganz schlechte Idee. Aber ihr habt recht, so war's. Trotzdem müssen wir nochmal reden. Kommandeur, Oren hat eine hübsche kleine Meereshöhle zum Ausruhen gefunden. Sie hätte zu gerne, dass ihr vorbeikommt. Ich bin mit einem hiesigen Fischer rausgefahren. Ich wette, das könnt ihr auch, wenn euch ein paar neugierige Fragen nichts ausmachen. Vergesst nicht, mit Detektiv Rama müsst ihr euch auch treffen. Okay, wir haben so ein paar Leute, mit denen wir uns treffen sollen. Übrigens, ihr habt jetzt Zugriff auf die Beherrschungsfähigkeiten, auf das Beherrschungsfähigkeitenmenü.
klickt auf die Schaltfläche und ihr seht eine Liste von Beherrschungsfähigkeiten, die ihr nutzen könnt. Ja, ich hätte lieber, dass diese Taste einfach das Menü ausklappt, weil das ist so winzig. Okay, also, wir können uns jetzt hier ein bisschen frei bewegen. Es gibt noch keine Marker. Was ist das? Offensives Jade-Tech-Protokoll. Konsole aktivieren kostet eine Ladung. Jade-Technologie. Ihr seid auf Jade-Technologie gestoßen, die nur mit Hilfe eines Jade-Bots verwendet werden kann. Achso, und wir haben die natürlich noch nicht. Also, wir haben den Bot schon, aber wir haben noch keinen Kern, beziehungsweise wir haben noch nicht die Skillung freigeschaltet. Ja, also, das ist jetzt das erste Gebiet Provinz Saitung. Ich würde schon irgendwie sagen, dass wir uns erstmal eventuell Raptor-Taxis, wäre auch geil. Erst ein bisschen umsehen, dass wir uns hier Sachen wie Heldenpunkte uns holen, dass wir die Map erkunden, dass wir... Ein Landbewohner! Was für eine Überraschung! Eure Sorte sehen wir hier die Sachen da, die Punkte an, da ihr sammeln. Ihr fürchtet euch nicht vor Wasser. Vielleicht solltet ihr das aber. Anders als weil ich mich frage, sind hier überhaupt, also sind hier welche? Spüren. Ich hoffe schon. Eine Bedrohung, die uns Saitung, kann man hier irgendwie sehen, wie viele auf der Map sind? Wenn ich jetzt hier auf End of Drinks gehe und dann hier, kann ich dann irgendwie entdeckt diese Einsicht in End of Dragons wäre schon ein Drachen. Ende. Gibt's irgendwie ganz unten Saitung oder so? Nee. Doch, Provinz Saitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es gibt 13 Beherrschungspunkte hier auf der Map scheinbar, die wir alle entdecken können. Oh, ich freue mich total hier übrigens. Das ist wahrscheinlich, es hat hier wieder mehrere Ebenen, ne? Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich sehe aktuell jetzt hier noch nicht wirklich Beherrschungspunkt-Icons. Na gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir stellen schon mal unser Inhaltslogbuch mal auf den Standard auf Kartenabschluss. Hier. Damit wir die Karte mal erkunden. Und dann schauen wir uns das mal an. Wir haben ja die Himmelsschuppe. Wir können hier mit der Himmelsschuppe ein bisschen rumfliegen. Das gibt uns dann erstmal schon mal ein paar Vorteile bei der Kartenerkundung. Und wir feiern an! Eigentlich in der nächsten Folge so richtig, aber wir haben hier schon mal sowas. So ein kleines. Vielleicht haben die es ja gemacht, dass die Beherrschungspunkte, die man hier auf der Karte findet, ja auch in dem Inhaltstracker da angezeigt werden. Und wenn nicht, dann ist natürlich erstmal doof. Okay, täglicher Panorama genießt, ja, das ist sehr schön. Dann leiden wir hier erstmal ein bisschen rum. Wohin? Da. Was ist denn das hier? Ach, das sind die Wegmarken, die haben die jetzt auch hier speziell angepasst. Das ist ja cool. Das Raptor-Taxi, was ist denn das? Okay. Ja, das ist wahrscheinlich so wie ne, im WoW der Greif, ne? Cha-ching! Oh, ich hoffe wirklich, dass sie eventuell da ein bisschen was anzeigen von wegen. Ups, von wegen. Beherrschungspunkte, nicht, dass ich die irgendwie alle übersehe oder so.
Aber scheinbar haben sie das in der Reihenfolge, wenn man die Gebiete vielleicht betritt, sortiert, das ganz unten neben das Gebiet, wo man als erstes hinkommt. Da werden wir natürlich dann gucken, dass wir dann alle auch dann uns geholt haben, ne? Sieht aus, als wären alle, die ich hier mal kannte, jetzt fort. Das ist unten, Ah, okay, cool. Aber haben wir jetzt schon irgendwie auf der Map schon, sehen wir jetzt schon irgendwo einen Beherrschungspunkt? Ich sehe noch keinen. Aber wenn es so viele gibt, also 10 Stück oder so, so knapp an der Zahl, dann müsste ja eigentlich, dann müssen die ja eigentlich nicht besiedelt aneinander sein, oder? Na gut, die Map ist auch riesig, ne? Und wir holen uns mal wieder so ein paar, das ist auch sehr cool hier, ein paar Heldenpunkte, aber das ist einfach so zum Kanalisieren. Im kühlen Schatten des Baumes fühlt er den Stolz und die Erfüllung des Landschaftsgärtners. Naja. Was macht der? Was ist das für ein Symbol? Willkommen in Shingea, Mitreisende. Ich wollte gerade mit meinen mentalen Übungen beginnen. Mentale Übungen? Oh, ihr seid wohl eine. Ihr seid wohl ein Mesmer. Das bin ich. Im Kloster praktizieren wir eine sehr präzise Kunst. Anstatt Trugbilder herbeizurufen, erschaffen wir Virtuosen. Manifest. Station und Dolche. Wir den Kampf unterstützen. Das erfordert jahrelange Übung. Oh nein, noch ein Mesmer. Ah, Mesmer. Ja, ich glaube, das. Weiß nicht. Ich glaube, nichts für uns, oder? Vielleicht gibt es auch jemanden für uns, also quasi so für unsere Spezialisierung oder sowas, aber Mesmer. Nee. Mesmer brauchen wir hier gar nicht. So, jetzt sollen wir hier mal in diese Richtung. Bisschen was aufdecken. Kloster von Shingye entdeckt. Okay. Dann wollen wir mal da hin. Seid ihr zum ersten Mal in Shingye? Ja, es ist altmodisch. Oh, Seilrutsche. Boah, geil. Aber wahrscheinlich kann man das auch wieder nur benutzen mit dem Bot, ne? Natürlich. Vielleicht solltet ihr euch ein wenig umsehen. Bevor und das haben wir noch nicht. Oh ja. Ein Hund. Mein Schiff geht in einer Stunde. Oder eine Katze? Ich glaube, Löwe oder ein Tiger. So. Haben wir jetzt mal etwas aufgedeckt? Haben hier vielleicht irgendwo einen Beherrschungspunkt, den wir schon mal uns holen können? Da. Da haben wir einen. Tatsache. Das ist ja geil. Dann würde ich sagen, werden wir uns den auch holen. Aber beim nächsten Mal, da wird die Map-Erkundung richtig losgehen. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.